Ich arbeite seit über 20 Jahren an Werken zu kunst- und kulturgeschichtlichen Themen, auch in Verbindung mit der Religion. Und in Ars Sacra haben wir nach 32 Büchern, die mein Freund Achim Bettnoch, der Fotograf, und ich zusammen bearbeitet haben, wahrscheinlich unser Hauptwerk vorgelegt. Ars Sacra behandelt die christliche Kunst und Architektur von den frühchristlichen Anfängen in der Zeit um 300 bis zur Gegenwart. Das Werk ist chronologisch aufgebaut nach Kunstepochen, weil dieser chronologische Leitfaden die beste Möglichkeit war, das immense Material zu strukturieren, zu ordnen und eine Kirchenkunstgeschichte dabei zu produzieren, die es in dieser Form bis heute nicht gegeben hat. Wir sind durch die Epochen gegangen in einer bestimmten Weise. Jede Epoche hat natürlich Skulptur, Malerei, Architektur zu bieten, aber jede Epoche hat auch was Besonderes. Deswegen haben wir uns aus Platzmangel natürlich auch darauf konzentriert, von jeder Epoche das Besondere auch besonders herauszustreichen. In der Romanik etwa ist es die romanische Skulptur, hauptsächlich in Frankreich oder Nordspanien, die uns als besonders geeignet erschien, für die romanische Epoche das besonders großartige Bildmaterial zu liefern. Es wurden auch romanische Kirchen gezeigt, aber die Skulptur spielt für die Romanik die besondere und Hauptrolle. In der Gotik sind es natürlich die großartigen Kathedralen, die französischen, englischen Kathedralen, die im Vordergrund stehen. In der Renaissance ist es die Malerei, die Tafelmalerei, die durch die großen Namen zu ganz großem Aufschwung gekommen ist. Vorrangig in Florenz, auch in Nordeuropa, in Brügge und in anderen Gegenden. Und für die Gegenwart war es die Glasmalerei. Natürlich hat sie die Glasmalerei auch sehr schon ausgeprägt in den gotischen Kathedralen gegeben, aber die Glasmalerei des 20. Jahrhunderts ist doch etwas ganz Außergewöhnliches und Besonderes und erschien uns für uns, für das 20. Jahrhundert, das zu sein, was man in den Vordergrund heben sollte. Die Tätigkeit, die der Fotograf geleistet hat, die kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er ist ca. 150.000 Kilometer in den letzten Jahren durch Europa gereist, um eine unglaubliche Anzahl von neuen Bildern entstehen zu lassen. Das Besondere seiner Arbeitsweise bestand darin, dass er die ganzen Bilder aufgenommen hat, aber auch zahlreiche Details, die man als normaler Betrachter so niemals entdecken würde. Auf diese Weise sind wir auf eine großartige Entdeckungsreise gegangen und haben Bilder zeigen können jetzt in unserem Buch, von denen wir vorher selber durch andere Publikationen eigentlich noch gar keine richtige Ahnung hatten, dass die existierten. Und dieses fantastische Erlebnis, bisher noch kaum gesehene Details zu sehen, ist etwas, was die Großartigkeit dieses Buches ausmacht. Auf die Frage, was denn das Besondere an diesem Buch sei, haben wir ein Prinzip als das Zoom-Prinzip bezeichnet. Das heißt, wir haben die gesamte Abbildung, irgendeine große Tafel, ein großes Tafelgemälde, eine Wandmalerei. Wir zeigen also die ganze Abbildung und gehen dann immer näher an das Objekt heran. Ich gebe ein Beispiel, die Kirche am Steinhof von Otto Wagner, eine berühmte, vielleicht die berühmteste Jugendstilkirche, hat eine besondere Präsentation bekommen. Man bekommt zuerst ein Foto aus der Sicht weit vom Altar entfernt, schreitet dann sozusagen durch die Kirche, steht vor dem Altarraum. Der wird dann in einem zweiten Bild näher und größer und prächtiger gezeigt, um dann auf dritter Doppelseite noch einmal näher ein Detail aus dem Altarbaldachin mit Engeln zu zeigen. Die besondere Wirkweise des Zoom-Prinzips lässt sich auch an einem weiteren Beispiel darstellen, nämlich an einem Detail der Deckenmalerei in der Wieskirche. Diese Deckenmalerei ist großartig und sehr figurenreich und es ist aber so, dass sie nicht erkennen lässt, wenn wir nicht das Zoom-Prinzip angewendet hätten, dass Teile der Deckenmalerei eine Verbindung von Malerei und Stuckarbeit ist. Das heißt, dass einige Elemente tatsächlich räumlich plastisch gestaltet worden sind. Ein weiteres sehr wichtiges Prinzip, das wir versucht haben in diesem Buch zu beherzigen, ist das Prinzip der Doppelseite. Was soll das bedeuten? Wir haben immer versucht, Text und Bild in einen nahen Zusammenhang zu bringen. Das heißt, auf einer Doppelseite, manchmal auf zwei oder drei, ein Thema geschlossen abzuhandeln. Die Kirchenkunstgeschichte, auf die wir uns hier konzentriert haben, ist Europas Beitrag zur Weltkunst, ist das, was den Schatz ausmacht,
auf den wir uns immer wieder beziehen. Selbst die Künstler des letzten Jahrhunderts, der Gegenwart, beziehen sich immer wieder auf die christliche Tradition. Und deswegen musste in diesem Buch noch einmal riesengroß ausgebreitet werden.